Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Partner unseres Verbandes, ich grüße Sie heute mal ganz spontan und möchte mit Ihnen sozusagen ins Gespräch kommen, möchte Ihnen sagen, dass all die Sorgen, all die Nöte, all die Ängste, die uns im Moment beschäftigen, natürlich auch genauso in mir sind, genauso auch von unseren DEHOGA-Verbänden wahrgenommen werden und dass wir alle im Moment schlaflose Nächte haben. Ich weiß, das Portemonnaie ist leer, die Kassen sind leer, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Die Hilfsmaßnahmen, die angekündigt wurden, die kommen halt auch nur schleppend. Und oftmals sind die so weit im Nachhinein erst gezahlt worden, dass wir mit der Vorfinanzierung gar nicht hinterherkommen. Das sind Dinge, die uns alle miteinander beschäftigen. Und das sind Dinge, für die wir uns als DEHOGA-Verband aber auch einsetzen, dass sie besser werden. Und wir alle haben große Sorge um unsere Branche. Aber wir alle haben auch die Verantwortung übernommen, uns mit unserer Selbstständigkeit, mit unseren Unternehmungen am Ende und unsere Mitarbeiter auch zu retten. Und natürlich ist es nicht leicht, sich im Moment zu motivieren. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir als DEHOGA-Verband, dass im Land wie im Bund alles dafür getan wird, dass unsere Branche aus dieser Situation wieder rauskommt. Und unsere Mitarbeiter arbeiten ebenfalls Tag und Nacht dafür, dass wir Gesetzgebungen kriegen, die es uns in irgendeiner Weise ermöglichen, weiterzukommen. Das fällt nicht vom Himmel und viele dieser Entscheidungen sind auch nicht auf unserem Mist gewachsen, die wollten wir so auch nicht. Wir haben keine andere Politik, wir müssen mit der arbeiten, die da ist. Und das tun wir immerzu im Sinne unserer Mitarbeiter, unserer Kollegen, unserer Freunde, unserer Partner. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann werden wir noch sehr viel mehr erreichen. Es gibt schon eine Menge. Die Überbrückungshilfen sind nachgebessert worden. Die November-Dezember-Hilfe ist überhaupt in dieser Form aufgelegt worden. Es wird weitere Dinge geben, die für unsere Branche da sind. Und eines muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, die Mehrwertsteuersenkung ist etwas, was nur für unsere Branche ist. Jetzt werden Sie rufen und sagen, ja, aber das gilt ja nur, wenn ich Umsätze mache und im Moment mache ich keine. Nein, ich mache auch keine in meinem Betrieb. Aber wir werden wieder welche machen und dann wird uns so eine Umsatzsteuersenkung helfen. Also, insofern, lassen Sie uns gemeinsam weiter kämpfen, dann kriegen wir auch die Getränke da noch rein, dann kriegen wir auch andere Dinge noch gelöst und dann werden wir gemeinsam gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Alles Gute und liebe Grüße, Guido Zöllig.